hat sich einmal so angekocht, als war da was ausgehängt worden. Ich glaube, ich habe mir ein Zeichen gebrochen. Fuck. Fuck, Alter. Hey, das ist jetzt echt scheiße. Da ist safe gebrochen, so wie blau der ist. Ich kann nicht so viel schmeißen, Alter. Es wird immer schlimmer. Da haben wir da ein paar nette Franzosen kennengelernt, die uns jetzt da einen Eisbeutel geben. Ich war ziemlich sicher, dass der jetzt so ist. Scheiße, ja. Ich glaube echt, dass er. Also, der war safe ausgekriegt, Alter. Nein, wir fahren halt nicht ausgekriegt. Was wir eben das jetzt. Yeah, I did this. The jump. So you did the flip? Yeah, I did. Yeah. Oh, good job, man. I did. Good job. I did twice, and on the second one, I fucked it. Too bad. Too bad. But wait, the second one. Thank you very much. Bye. See you guys. Have a good day. Have a great night. Yeah, 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 yeah. Okay, okay. See ya. Bye. So kann's laufen. Manchmal haut's dann doch nicht so hin, wenn man gemeint hat. Manchmal. Hat das Leben ein bisschen ein Hund einer. Aber bis morgen ist wieder gut. Bis morgen sterben wir wieder. Okay, jetzt sind wir wieder im Hotel angekommen. Fuß. Ballert schon ziemlich rein. Jetzt haben wir da fette Eiswannen. Das Ding ist, dass wir morgen in Hauptschule geplant haben. Die Szene, wo wir ins Wetter haben, die war überhaupt nicht geplant. Aber ich habe mich ganz gut gefühlt und wollte den Schmäh unbedingt machen. Ich habe wieder meinen Sturkopf durchgesetzt und jetzt habe ich dafür büßen müssen. Und da sieht man wieder mal, wie schnell es gehen kann. Jetzt hast du ein bisschen positiver denken als wenn negativ, auch wenn es schwer ist. Und schauen, dass das morgen für den Hauptdreh eigentlich, oder für den Hauptdrehtag dann hinhaut, ja. Mal schauen. Wäre sicher nicht mehr so geil, wenn wir es geplant gehabt haben, aber vielleicht kriegen wir wenigstens irgendwas her. Servus alle miteinander zu einem neuen Vlog, heute von einer richtig geilen Location, und zwar aus Paris. Ich habe die Ehre, dass ich beim On-Track-Night-Event in Paris teilnehmen darf. Da haben wir uns ja was Spezielles überlegt, und zwar haben wir ja schon Action-Edit rausgebracht. Das habt ihr am Montag gesehen. Wir haben das Event nicht wirklich verpasst. Das war leider ein bisschen ein Gag von uns. Und wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen zum Lachen gebracht haben. Aber heute sagen wir euch, was passiert, wenn man das Event nicht verpasst. Und ich würde sagen, gar nicht lang reden. Hauen wir rein. Auf geht's. Okay, wir sitzen gerade im Taxi auf dem Weg zum Pariser Event. Kurze Erklärung zu Be On Time, warum wir das Video so gemacht haben. Soll eigentlich eine kleine Marketingstrategie sein für das Event, was uns nächste Woche erwartet. Und zwar es On Track Nights in Wien. Am 17. Juni seid ihr auf jeden Fall dabei. Ich und der Wittmer Gabriel werden auch vor Ort sein. Mal schauen, ob wir eine Live-Show machen können. Gabriel macht auf jeden Fall eine. Ich hoffe, ich kann auch vor Ort was machen. Wegen meiner Verletzung sind wir uns da noch nicht sicher. Aber seid auf jeden Fall dabei. Es wird ein richtig geiles Event. Wir werden eine richtige Gaudi haben. Und vor Ort bin ich auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar von euch da sehen würdet. Also 17. Juni in Wien, On Track Nights. Seid dabei. Und jetzt schauen wir uns an, was uns in Paris so erwartet. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Auf geht's. Jetzt sagen wir mal eine kleine Musik rein, weil das ist ja nichts. This was traditional Austrian music. Okay, nach einer wilden Taxifahrt und einer kleinen Kultureinführung ins Tirolerland für den Taxifahrer sind wir jetzt endlich beim Event angekommen. Jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal rein. Ja, wird sicher geil. Auf geht's. Das Witzige dran ist, genau jetzt in dem Zeitpunkt führe ich euch in meiner Instagram-Story ein bisschen in die Irre. Und zwar bin ich jetzt gerade auf einem Date mit einer Frau und sitze gerade beim Café. Aber wie ihr sehen könnt, bin ich nicht beim Café, sondern ich bin beim Event. Läuft die ganze Geschichte, sage ich einmal, rund. Es wird da gerade in die Irre geführt und das ist gleichzeitig nachher wieder ein bisschen eine Promo fürs Action Edit, was ich schon gesehen habe, Be On Time. Und ja, so läuft das bei uns. Bisschen Kopfkino da die ganze Zeit und ein bisschen eine Struktur, ne? Hat alles Hand und Fuß irgendwo. Oder auch nicht? Nicht? Nicht. Oder? Nicht? Nein? Nicht? Liebe Grüße an meinen BU-Lehrer, der hat immer nicht gesagt. Oder? Ja? Nicht? Toni! Liebe Grüße, Toni! Schala, Toni! Geiler Typ! Gehen wir's an! Auf geht's! Okay, Leute, jetzt habt ihr schon mitgekriegt, dass ich verletzt bin. Wir müssen im Moment ein bisschen improvisieren wegen der Verletzung und deswegen sagen wir, wir probieren heute irgendjemanden, egal ob Athlet oder nicht, jemanden zu finden, der was entweder schon einen Backflip kann oder den, was sie in ein paar Minuten einen Backflip lernen. Jetzt schauen wir mal die Runde, schauen, ob wir jemanden finden. Ja, seien wir gespannt. Auf geht's. Okay, passt. Wir haben jetzt tatsächlich einen Kandidaten gefunden. Er hat eigentlich Backflips nur ins Wasser gemacht. Einmal hat er ihn probiert und dann hat es ihn ziemlich
gemault und ziemlich zerlegt. Seitdem volle Angst gehabt. Ich habe mir aber zutraut, dass ich ihm den heute lerne. Jetzt schauen wir mal, wer das ist. Elias, ja. Was tust du und wo kommst du her? Genau, ich bin Elias, ich bin Schauspieler und ich komme aus Berlin. Berlin, ein Deutscher. Ein Deutscher. Okay. Ja, natürlich darf ich es gerne in Österreich lernen, aber... Ja, also. Okay, dann schauen wir mal, ob ein Deutscher am Backflip kommt. Zuversichtlich? Ja, ja so. Wie war deine Erfahrung bis jetzt mit Backflips? Schon welche gemacht, Flips? Mich einmal gepackt und dann bei dem einmal war das so ekelhaft, dass ich seitdem einfach sage, nee, also sorry. Da packt es mich alleine, kriege ich den nicht hin, aber vielleicht schauen wir es zusammen. Ich würde sagen, wir machen Step-by-Step-Übungen und schauen, wie es geht. Auf geht's. Wir starten jetzt einmal mit einem Strecksprung. Okay, das heißt, ich will von dir, dass du einfach gleich stehst und so hoch, wie es geht, in die Luft springst. Okay, safe. Jetzt machen wir, du springst nach oben, ich bin hinter dir, ja. So. Und was du jetzt nur tust, ist einmal die Hände oben lassen, die Füße anziehen, dann sind wir so halb im Rückwärtssalto, ja. Dass wir nur mal den Anfang haben, ja. Und dann hocke die wieder nach vorne. Okay. Wenn du dich jetzt safe fühlst, nachher gehen wir einen Schritt an und ich bin quasi genau gleich. Wir machen das jetzt langsam, du bist dann auch wieder auf meiner Schulter oben. Aber wir gehen jetzt in Rückwärtssalto und die drehen die weiter. Und irgendwann, wenn du nachher fast ein bisschen über dem Kopf bist, gib wieder einen kleinen Schubs und du landest wieder auf deine Füße. Okay? Wir sind jetzt schon bei einem richtig wachsenden Step. Jetzt geht es schon über den Kopf drüber. Und go. Ja! Okay. Über den Kopf sind wir schon mal. Nicht schlecht. Okay, jetzt gleich nochmal. Jawohl, gut. Okay, einmal machen wir noch. Ja. Okay, next step. Es ist richtig geil, richtig gut. Jetzt ist die nächste Station, dass ich auf der Seite bin und nicht mehr hinter ihm. Jetzt habe ich da quasi. Du machst genau das Gleiche und ich bin da. Okay, let's go. Wow. Easy, Alter. Easy. Geil. Okay, nochmal. Jawohl! Wir lassen jetzt die Hand weg. Mhm. Der ist nur im Notfall, falls was passieren okay. Will, greife ich ein. Aber sonst greife ich nicht mehr ein. Ja, sauber! Allerletzter Step, musst du sagen, ob du ihn zutraust. Ich greife dich nicht an, wenn es nicht notwendig ist. Okay. Wenn ich sehe, dass er gut ist, tue ich die Hand weg. Wenn nicht, dann greife ich ein. Let's go! Ja! Ja, Alter! Das war er! Den haben wir uns jetzt nochmal in Slow-Mo rein. Auf geht's! Alter, der war sick! Lasst auf jeden Fall ein Like schon mal jetzt da, weil das war jetzt schon eine insane Leistung. Also auch wenn ich dabei war, ich hab nichts geholfen. Danke auf jeden Fall. Okay, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Die Schurchverkostung. Wo soll man anfangen? Wo soll man anfangen? Wir fangen an beim Nothang. Kollege, excusez-moi, merci beaucoup, baguette. Can you tell me a little bit about it? About the shoe? Yes. Of course, yes. Okay, what is special about this one? This is like really, really nice in terms of... Okay, es ist volle Schirn. Too sharp. Too sharp? Yeah, you can also... Das war eine super Präsentation, dafür gibt es auch eins plus. Also kurz zusammengefasst, wir haben da Cloud Monster aus dem Nothang. Wir haben da 44% Säure. Auf jeden Fall, die Schurchbandeln sind geil. Anscheinend tut der ein bisschen mehr. Carbon tut ein bisschen mehr, habe ich verstanden. Deswegen nimm den her für kurze Distanz. Cooler Schuh. Der ist eher, wenn ihr im Frankfurter Bahnhofsviertel unterwegs seid. Dann braucht ihr eher den da. Oder in Innsbruck Hauptbahnhof. Wenn es ausgeht, dann nehmt ihr den, der ist zum Ausgehen. Für die Selbstverteidigung. Gewaltig. Also was unten da wieder liefert, Südhang, Nothang, alles dabei. Wir schauen weiter. Da haben wir auch noch 360 Grad. Irgendwas, keine Ahnung. Coole Pose in 3, 2, 1. Okay, ciao. Die On-Track Nights, worum es da eigentlich geht, ist prinzipiell, ich glaube, jeder hat es schon verstanden, da geht es um Laufen. Ja, ist einfach eine geile Kooperation und geil, dass es zustande gekommen ist und freut mich voll, dass ich da sein darf, da in Paris. Ich finde es richtig geil, wie On das Ganze vermarktet hat und wie On das Ganze aufgezogen hat. Wir haben da geile Light, wir haben da so ein bisschen den Festival-Vibe, da ist ja geile Musik. Alle haben Spaß und wie das da aufgebaut ist, man sieht da zum Beispiel den Tunnel, da werden auch ganz geile so Feuerraketen und alles ausgeschossen, das finde ich echt nice. Und zum Schluss teilt einfach jeder genau die gleiche Leidenschaft. Und das verbindet uns alle und das ist Sport. Und das finde ich einfach nice.
Und ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Geil on running, geil, dass ihr es gemacht habt, geil, dass ich dabei sein darf. Richtig fett, wir schauen weiter. Natürlich darf man den Flug jetzt auf keinen Fall ernst nehmen, weil ich bin verletzt und das Einzige, was ich neben Parkour und Freerunning auch noch kann, ist blöd reden und ein paar Leute auf die Nerven gehen. Und das tun wir heute da. Mehr kann ich heute nicht tun. Ich find's geil, wir schauen weiter. Das schaut ein bisschen heiß aus. It looks hot underneath. It looks very hot. A little bit. What is it, an eagle? It's a hedgehog. Ah, yeah, nice. Can you do like a little woo for the camera? Like a little woo, yeah. One, two, three, woo! Sorry, bro. Sorry, nice to meet you, I'm Stefan. What I want to ask you is, how do you say something nice to a woman in French? It's like, I pretend you are a nice girl and I come to you, I want to, you know what I mean? Say me one sentence. T'es tachpam belle. T'es tachpam belle. I go to a woman right now and say, t'es tachpam belle. Okay. You sure? Yeah. Der Dach beim Bell. Ja. Der Dach beim Bell. Okay. Yeah, yeah. Klingt für mich ein bisschen wie hey, mein klingt für mich ein bisschen so. Okay. I go to a woman right now. No. I say der Dach beim Bell. How they will act like? Yeah, I think I will. She will say like, thank you very much or like merci. Merci. Okay. Yeah. I will try, bro. Yeah. I wish you the best for the race. Thank you. Keep on going. Bonjour, guys. I'm Stefan. Hi. Nice to meet you. I'm Stefan. Nice to meet you. I have a question for you. Give me the best pickup line for a girl in French. Oh man, I don't even know a few words. You're not from French? No, no, oh. I'm from Germany. Ah, du bist Deutsch? Ja. Ah, scheiße. Ich bin Österreicher. Ach, so geil. Ja, ich dachte gerade so eine Scheiße. Ja, so, klar, so in Englisch würde irgendwas einfallen. Perfekt, okay. Also, ja. Versuch gleich mal richtig gut funktioniert. Wir haben gleich mal die Deutschen schon wieder ausgesucht. You are from French? Ja, I'm French. What I need from you is the best pick-up line you have for me in French. Voulez-vous coucher avec moi? I mean, do you want to f*** me tonight? Is it like, you want to f*** with me tonight? Yeah, yeah, definitely, words for words. Okay, now I need you, your support. Like, hello, I'm Stefan. You are really beautiful today, okay. In French. Okay, salut, je m'appelle Stefan, vous êtes très belle, madame. Je m'appelle Stéphane, vous êtes très ravissante. Yeah. Okay, thank you so much. Yeah, thank you. Thank you so much. Have a good night. A now, good time, I will try it. Okay, wir haben zwei Opfer gefunden. Je m'appelle Stéphane, vous êtes très ravissante. Is it right? We don't speak French. Where are you from? London. Yeah. London? Oh, you have a bottle of water? No, we don't speak like that. Right now. What we do is, we do one flip, one kiss. I do one flip, I get one kiss. You down? I've got boyfriend, so I can't. You want to see a flip? You're in a hurry! Okay. Ja, Leute, wenn man sieht, auch die Londoner haben einen Stock im Arsch. Nicht leider die Franzosen. Aber da gehen wir halt allein heim. Oh, jetzt aber. Jetzt bin ich gespannt. Oh! 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 Sauber! Alter! Kranke Show, hey, mi piace. Taugt mir. Richtig geil. Und genau sowas, nicht mit Feuer, aber auch mit Flips, was wir gerade gesehen haben, das könnt ihr nächstes Wochenende in Wien am 17. Juni sehen, bei On Track Nights Vienna. Also, Link in der Description, kauft euch die Tickets, seid dabei in Wien, ich würde mich freuen. Ich und der Wittmann Gabriel machen genau sowas ähnliches, so eine Show. Würde mich auf jeden Fall freuen. Weiter geht's. Je m'appelle Stefan. Vous êtes très ravissant. Ah, merci! Ah, merci! Schau, jetzt funktioniert's! We do flips for kiss. Flips for kiss. Flips for kiss. I do one flip, I get one kiss. On the cheek. No kiss. On the cheek, only on the cheek. I can't. Who can't? I can't. I do one spectacular flip for you. Okay. Ladies and gentlemen, wir haben eine an der Angel. You ready? Yes. Je m'appelle, let's go. Wo ist der Applaus? Grande Finale! Merci! Beaucoup! Croissant! Baguette! So klärt man die Mädels anscheinend in Frankreich. Die Engländer haben ein bisschen einen Stock im Arsch gehabt. Die Franzosen geben Gas.
taugt mir auf jeden Fall. Okay, mit dem Blade reden lassen wir es jetzt ein bisschen jetzt gut sein. Und zwar hauen wir uns jetzt zum letzten Rennen auf die Ränge, in die Leute, in die Masse. Und es könnt ihr jetzt in vollen Zügen das Best-of von On-Track-Nights in Paris genießen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Action-Edit. Auf geht's! Okay, Jungs und Mädels, wir sind jetzt wieder im Hotel angekommen. Es waren richtig rasante Tage da in Paris. Danke an On, dass wir da dabei sein haben dürfen. Leider Gottes ist eine kleine Verletzung reingekommen. Deswegen haben wir den ganzen Vlog ein bisschen aufs Entertainerische umgesetzt. Wir haben ein bisschen improvisieren müssen. Auf jeden Fall nicht zu ernst. Soll ein bisschen mit einem Augenzwinkern dabei sein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir haben euch einen guten Einblick in das ganze Event gegeben, weil ihr könnt auch live dabei sein bei so einem Event. Und zwar dieses Wochenende am 17. Juni in Wien bei den On-Track Nights. Ich werde auch wieder vor Ort sein und der Wittmann Gabriel. Wir werden gemeinsam eine Show machen und für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen. Und machen wir uns auf jeden Fall ein paar geile Tag. Link zu den Tickets ist in der Description. Schaut vorbei, kauft euch ein Ticket, seid dabei, lohnt sich auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Like und Kommentieren nicht vergessen, abonniert den Kanal und das Wichtigste, vergesst die Kirchenglocke nicht zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst von zukünftigen Content. Und dann würde ich sagen, das war's von Paris, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!